Hallöchen, ihr wundervollen Menschlein da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Star Stable Online. Nicht Sims 4, von Star Stable Online. Ja, es ist soweit. Es heißt jetzt Lineal auch unterschmeißen. Nein, wir wollen Anne retten und zwar jetzt heute. Wir reden jetzt erstmal mit der guten Alex. Ist es soweit? Ich habe kein Auge zugemacht. Ich auch nicht. Ich habe wie ein Stein geschlafen. Ich fühle mich großartig. Während wir uns noch den letzten Schlaf aus den Augen wischen, könntest du schon einmal vorausreiten und Everquell und den anderen Bescheid geben, dass wir unterwegs sind. So eine Frage. Da ist mein Pferd. Und ich weiß, Greenberry geht's wieder ziemlich gut heute. Oh, ich glaube, das wird richtig toll. Ich bin falsch geritten. Wir reiten nach Pandoria. Da wird es wieder schön pink werden und es wird generell relativ schön und das wird toll und es wird... Wieso kriege ich es nicht rein, in diesen Weg reinzureiten? Das war gerade auch wieder kein Satz. Warum kriege ich es nicht hin? Egal. Ich bin super gespannt und ich freue mich richtig drauf. Also ich glaube wirklich, dass das cool werden kann. Ich glaube, das wird cool. Ich glaube, das wird ziemlich cool. So, jetzt muss man mal gucken, dass ich nirgends so dagegen reite. So schön aus. Okay, Evercray. Willkommen, willkommen. Der große Tag ist endlich da. Es ist Zeit, nach Pandoria zurückzukehren. Pandoria, verflucht sei mein Körper. Wie wünsche ich es mir doch, mit euch Mädchen zu reisen. Es gibt so viel, was ich euch zeigen könnte. Wo wir darüber sprechen, wo sind denn die anderen? Wenigstens eine unserer Soul Rider ist wach und munter. Da hast du wohl recht, Elisabeth. Es scheint wirklich etwas Besonderes zu sein. Das Mädchen ist der Grund, warum die Varadins gegründet wurden. Everhill, bitte. Das wissen wir doch gar nicht so genau. Vielleicht hatte Fripp zur Abwechslung hier einmal recht. Auch eine kaputte Uhr zeigt zweimal am Tag die richtige Uhrzeit an. Klingt da ein Job für eine sprichwörtliche Uhr, Bonnie? Bist du bereit für die Prüfung, Lara? Prüfung? Welche Prüfung? Ach herrje, heißt das etwa, dass sie es dir nicht gesagt haben? Evercray, stopp! Darum haben dich die Bewahrheitdienst fortgeschickt. Du prescht immer nach vorne, ohne nachzudenken. Über die Leben, für die wir verantwortlich sind. Du bist genauso schlimm wie Fripp. Elisabeth, ich... Wenn es irgendjemand wissen sollte, dann du. Du warst dort. Das letzte Mal. Katharine? Mal, wer ist Katharine? Catherine Rumor. Entschuldige, Lara, ich habe dir eher davon erzählen sollen und du wirst auch bald die ganze Geschichte von mir hören. Aber jetzt ist nicht die Zeit dafür. Sie sind hier. Ja, mit den kleinsten Concord. Oder, nein, es ist eine Sie. Wir sind vollzählig. Dann kann es ja losgehen eigentlich. Aber welche Prüfung und... Wer ist Catherine? Muss ich absteigen? Elisabeth? Wieso ignorierst du mich? Ernsthaft? Wieso kann ich nicht mit dir reden? Wieso ist das so... Doch mit Evercray? Mit Bonnie? Wen soll ich denn jetzt reden? Ich hasse es, wenn keine Aufrufezeichen angezeigt werden. Mit dir? Hä? Leute? Könnte ich mal... Oh, Leute. Sprich mit Lisa. Mit Lisa. Sag mir das doch bitte jemand. Dann sprechen wir mit Lisa. Gar kein Problem für mich. Ich muss meine Maus da auf meine Maus. Ist alles in Ordnung? Elisabeth und Evercray scheinen sich über irgendetwas aufzuregen. Anscheinend sind wir wohl heute alle etwas angespannt. Aber heute wird sich alles ändern. Wir werden Anne nach Hause holen.
dessen bin ich mir sicher. Als wir das letzte Mal, als wir das Tal der Wächter das letzte Mal betraten, erschien es uns so riesig. Jetzt fühle ich mich eher etwas überlaufen. Jetzt fühlt es sich eher etwas überlaufen an. Ja. Derek? Ich hatte davon gehört, dass du nach Jorvik zurückkommen würdest. Trittst du noch immer auf? Ich würde dich allzu gerne spielen hören. Wie bist du nur in unsere lustige Schale Soulrider geraten? Anne ist in Schwierigkeiten. Sie braucht unsere Hilfe. Da konnte ich doch nicht einfach nur zusehen. Sie, Bonnie, die ganze Geschichte mit den komischen Uhr und dem Zirkus hat dich also nicht abgeschreckt. Süße, da brauchte schon mehr als einen kleinen schrecklichen Schickimicki-Typen, um die gute alte Bonnie zu erschrecken. Was würde Fripp wohl dazu sagen, dass all diese neuen Gesichter jetzt den Soulridern helfen? Was ist ein Fripp? Du wirst ihn bald kennenlernen, das hoffe ich zumindest, sobald wir Anne gerettet haben. Er braucht nämlich auch unsere Hilfe. Concord! Na. Nicht sie, kleine Schwester. Das Kapitel ist abgeschlossen. Du hast jetzt alle... du hast jetzt eine andere Bindung. Geduld. Was ist los? Concord versucht, ihre Bindung mit der stärksten Reiterin des Sonnenkreises wiederherzustellen. In dieser Welt ist das Elisabeth, die vor langer Zeit ihre Seele mit der von Concord verschmolzen hat. Seht ihr euch an? Es ist herzzerreißend. Ihre Liebe füreinander ist so stark. Können sie es nicht wenigstens für einen kurzen Moment... sehen? Können sie sich nicht wenigstens für einen kurzen Moment sehen? Es tut mir leid, Lisa. Nicht so lange Concord ihre Bindung mit Anne wiederhergestellt hat. Lara, auf ein Wort. Okay. Was muss ich jetzt tun? Wieso sagt sie auf ein Wort und dann kann ich nicht mehr reden? Concord braucht eine freundliche Person, die ihr dabei hilft, diesen nächsten Schritt zu überstehen. Ich hatte gehofft, dass du das vielleicht sein könntest. Klar, gar kein Problem, nicht sehr, sehr gerne. Würdest du mir die Ehre erweisen und dich mit Concord neben ihre Statue stellen? Und wenn ich das Zeichen gebe, diese Worte sagen? Klar mache ich das. Gar kein Problem, Concord. Bewahre Aldiens. Freunde, diese Zeit ist gekommen. Unsere verlorene, oder Cell, unsere verlorene Schwester Anne nach Hause zu bringen. Alex und Tinkan, Linda und Meteor, Lisa und Starshine, Lara und Creamberry und geliebte Concord, die alleine geht. Der Weg, der vor euch liegt, ist äußerst gefährlich. Der Feind weiß, dass wir kommen. Aber er hat vergessen, wie stark ihr seid, wenn ihr jetzt eine Einheit reitet. Es wird Zeit. Wächter, auf eure Plätze. Blitzkreis, Urteil von Nadine, leih uns deine Kraft. Oh mein Gott, ist das cool. Wow. Das wird richtig geil. Mondkreis, Weisheit von Nadine, weist uns den Weg. Sternkreis, Herz von Nadine, haltet uns auf dem rechten Weg. Sonnenkreis, Schild von Nadine, schütze uns. Ist der richtige Ausdruck. Gut, ich schwinge mich auf mein Pferd. Und dann... Er, sie, sie. Das Portal ist bereit. Der Rest liegt in euren Händen, Mädchen. Sollen wir jetzt durchreiten?
Ah ne, ich muss ja nochmal mit irgendjemandem reden. Mit dir nicht, mit dir auch nicht, mit Elisabeth. Seid stark, seid vorsichtig und bringt uns alle nach Hause. Möge Adin mit euch sein. Ja dann, Leute, los geht's. Oh, ich finde Concorde so süß. Zeit und Rommel entfalten sich, aber es ist so toll. Und jetzt reiten sie mal wirklich richtig mit uns mit. Pandoria, wir kommen. Die sehen schon richtig schön nach ihrem Makeover aus. Ich will auch ein Makeover. Ich will auch so aussehen. Wow, wow. Was kann ich denn überhaupt? Ich kann nicht mal reiten. Ich bin bereit, mit Ganok höchstpersönlich, mir Ganok höchstpersönlich durchzuknäppeln. Haltet durch, Anne, wir werden mal da sein. So, das war Alex war jetzt dezent weggenuschelt, aber naja. Wow, die Musik ist auch so wunderschön hier. Kommt ihr mit? Soll ich mit einem von euch reden? Das Portal hat funktioniert. Wir haben es nach Pandoria geschafft. Gemeinsam. Jetzt müssen wir nur noch zu Adin beten, dass wir in der Nähe des Ortes gelandet sind, wo sie Anne gefangen halten. Ich war doch schon mal da. Wie lange ist es her, dass wir das letzte Mal zusammen hier waren? 2 Jahre? Es ist noch schöner, als ich es in Erinnerung hatte. Zu schade, dass uns hier alles töten will. Du sagst das so, als ob Pandoria ein verwunschener Ort ist. Unsere Realität sind vielleicht nicht vereinbar, aber das heißt noch lange nicht, dass uns Pandoria bös gesinnt ist. Idris? Nun, er ist nur ein Pandorianer. Und ich glaube immer noch, dass er sich zum Guten wenden kann oder wird. Natürlich tust du das, Linda. In deinen Geschichten steckt früher oder später jeder Bösewicht unter einer Decke. In deiner Geschichte steckt früher oder später jeder Bösewicht unter einer Decke mit den Heldinnen. Der Deckel der Liebe. Was? Ja. Wird rot. Ah, Linda wird rot, okay. Gut, böse. Ich weigere mich zu glauben, dass die Welt nur in Schwarz und Weiß. Ich weigere mich, die Welt nur in Schwarz und Weiß zu sehen ist. Was? Das ist doch kein Deutsch. Oder habe ich das gerade einfach mal ziemlich doof vorgelesen? Wow, ich brauche ein Bild. Lauf langsamer, Greenberry. Schönster Bereich für Thumbnail. Und es ist so cool, gemeinsam mit Pandoria zu sein. Wieso fangen die auf einmal an, alle so schnell vorzureiten? Mein Pferd ist schlecht gelaunt. Ich habe es lange nicht mehr versorgt. Ich bin gespannt, wie lange die Quest überhaupt gehen wird. Da ist Anne. Oh. Ist das... Anne! Was haben sie dir nur angetan? Okay, vergesst alles, was ich gerade gesagt habe. Dakor ist definitiv böse. Okay, gut. Aber wisst ihr was? Ich mache an dieser Stelle eine kleine Pause und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und retten dann Anne. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.